Klaus Mintrup. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben das ja schon gehört. Gestern Nacht ist in Brüssel ein guter Kompromiss erzielt. Da hätten wir eigentlich auch die Aktuelle Stunde absagen können. Aber im Kern geht es hier ja gar nicht um Nord Stream 2, sondern es geht um zwei andere Fragen. Erstens, brauchen wir in den nächsten Jahrzehnten noch Erdgas? Zweitens, brauchen wir eine Gasinfrastruktur? Und ich kann Ihnen nur eins sagen, wir können hier zwar viele Gesetze ändern, aber wir sollten nicht versuchen, gegen die Gesetze der Physik zu regieren. Wir haben im Augenblick in Deutschland einen Anteil von 16% Erneuerbaren am gesamten Energieverbrauch. 16%. Wer gleichzeitig aus Atomkraft, Braunkohle, Steinkohle, Erdöl und Erdgas aussteigen will, führt unser Land ins wirtschaftliche Chaos. Dazu fällt mir nur der Filmtitel ein, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Ich kann Ihnen klar sagen, was die SPD will. Wir wollen, dass Deutschland ein Land für die produzierende Industrie und das produzierende Gewerbe bleibt. Wir wollen, dass in unserem Land hohe Wertschöpfung stattfindet, von der alle profitieren. Wir wollen, dass Energie bezahlbar bleibt, und wir wollen das verbinden mit Klimaschutz und grünem Wachstum. Denn wir wollen bis 2050 klimaneutral werden, und das Schritt für Schritt. Und gleichzeitig wollen wir nicht abhängig sein im elektrischen Sektor von Atom- oder Kohlestrom aus anderen Ländern. Wir haben im Augenblick im elektrischen Bereich 40% erneuerbare Energien. Und die hätten wir nicht, wenn wir nicht in den Jahren von 2014 bis 2017 einen Rekordzubau bei Windkraft gehabt hätten. 40% haben wir wollen 65%. Aber gleichzeitig nehmen wir jetzt enorme gesicherte Kraftwerksleistungen vom Markt. Wir nehmen 9,5 Gigawatt Atomkraft vom Markt, und wir werden aus der Kohle aussteigen, Schritt für Schritt. Und wir müssen deswegen Vorsorge treffen für die Zeit, wo kein Wind weht und keine Sonne scheint. Und dafür brauchen wir Langfristspeicher. Und wir haben einen idealen Langfristspeicher, das ist Gas. Und wir haben die Kavernen, unter anderem beim Kollegen Saathoff im Wahlkreis. Und diese Kavernen müssen wir nutzen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch darüber nachdenken, wie wir eine Gaspolitik machen. Und es ist vollkommen klar, dass bis 2050 die Gase erneuerbar sein müssen. Why not? Why not? Und das machen wir auch. Wir haben das schon in der SPD in einem Papier 2017 beschlossen. Ich war im Herbst letzten Jahres in der Schweiz. Dort gibt es einen Stadtwerkezusammenschluss. Die wollen erneuerbares Gas aus Island importieren. Und dafür brauchen sie ein LNG-Terminal. Dafür brauchen sie Infrastruktur. Und in Deutschland haben wir kein Terminal. Und wir wollen auch ein bisschen Geld verdienen. Und in Wilhelmshaven ist das eine sinnvolle Investition an der Küste. Wir sollten doch nicht unsere eigenen nationalen Interessen hier nach hinten stellen. So, und in der Übergangszeit, bis wir erneuerbare Gase haben, müssen wir natürlich Erdgas effektiv nutzen. Und der Gebäudebereich ist ja hier schon angesprochen worden. Die Hauptlösung im Gebäudebereich, wissen wir alle, ist im Quartiersbereich. Und deswegen ist es wichtig, wir brauchen neue Gaskraftwerke. Aber die gehören nicht auf die grüne Wiese. Die gehören in die Städte, und die gehören in Kraft-Wärme-Kopplung betrieben, sodass die Abwärme genutzt wird. Und dort, wo wir in Norddeutschland sind, wo wir zum Teil Überschüsse haben, kann man dann auch Power-to-Heat nutzen. Und das können Sie sich bei mir im Wahlkreis in Berlin-Buch schon angucken. Das wird nämlich heute schon gemacht. Und das können wir weiter aufbauen. Aber auch Deutschland kann besser werden. Das Biogas gehört eigentlich in die Erdgasnetze und gehört weiter ausgebaut. Vollkommen klar. Und die Strukturkommission hat uns eins mitgegeben. Sie hat gesagt, wir müssen die Abgaben intelligenter regeln. Übrigens sehr stark geprägt von einem grünen Staatssekretär Barke, die Abgaben und die ganze Politik, die wir hier gemacht haben. Und wir haben hier einen Beschluss gefasst zur Klimakonferenz der HIs: Nutzen statt abregeln. Die Power-to-Gas-Technologie ist total wichtig. Und es ist doch absurd, dass ein Windmüller in Deutschland mehr Geld verdient, wenn die Windkraftanlage abgeregelt wird wegen der Abgaben, als dass er Wasserstoff wirtschaftlich erzeugen kann. Und das müssen wir ändern. So, aber ich glaube, auch ein Punkt ist noch wichtig. Die Aufgabe, diese Energiewende hinzukriegen, wird unterschätzt. Wenn 9,5 Gigawatt Atomkraft vom Netz gehen, ist das eine Stromerzeugung, die wir ausgleichen können. Dafür brauchen wir 70 Gigawatt Photovoltaik. 70 Gigawatt, einfach wegen der, wenn wir es nur bei Photovoltaik machen würden, um mal die Dimension zu zeigen, aber auch an den Bundeswirtschaftsminister die Absurdität dieses 52 Gigawatt Deckels für Photovoltaik. Völlig verrückt, wenn man die Aufgabe sieht. Und das sind aber wirtschaftliche Investitionen, weil die Photovoltaik ist günstiger geworden. Damit können wir sparsam und wirtschaftlich Strom für unsere Mieterinnen und Mieter und fürs Gewerbe erzeugen. Das war ja bei der Anhörung
Bevölkerung auch deutlich, dass wir das machen müssen. Und Europa sagt uns ja, dass das der richtige Weg ist. Europa hat die Regeln so gemacht gegen den deutschen Widerstand, dass man die Dezentralität fördert. Und uns erzählt man, Europa sei dagegen. Völlig falsch. Deswegen ist es ganz entscheidend, Europa ist die Lösung. Europa ist unsere Zukunft und die Zukunft ist erneuerbar. Dankeschön. Für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort der Kollege